Stefan Horngacher. Ein neuer Tag hat begonnen, sehr viel klarer als gestern. Wir hatten eine turbulente Qualifikation und im Nachgang auch nochmal ein Team Captains Meeting mit verschiedenen Neuigkeiten. Was kannst du uns darüber erzählen? Ja, turbulenter Tag gestern, speziell die Qualifikation. Es sind ganz schwierige Bedingungen aufgetreten mit extrem böigem Rückenwind. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, keine Verletzungen, keine sind ausgeschieden für unsere Leute und soweit können wir das eigentlich abhaken. Es hat dann im Nachgang noch eine Mannschaftsführersitzung gegeben, eine außernatürliche, wo uns mitgeteilt worden ist, dass Polen hier noch einen PCR-Test machen wird. Wenn dieser PCR-Test heute negativ ist, kann man davon ausgehen, dass die Polen heute teilnehmen werden. Das heißt im Klartext, dass die Qualifikation nicht zählt, so dass wir heute mit dem gesamten Feld einen Probedurchgang und einen ersten Durchgang machen. Es hat sich mittlerweile bestätigt so. Für uns ergibt es jetzt keine große Änderung. Wir hätten so oder so diesen Probesprung gehabt und ich denke, aus sportlicher Sicht finde ich es auch ziemlich gut, wenn die Polen dabei sind. Es ist doch eine der stärksten Nationen und es sollen die Besten einfach auch mitspringen. Ja, wir hatten ja auch einen positiven Fall in der nationalen Gruppe. Da gab es auch nochmal Neuigkeiten heute Morgen. Ja, genau. Also wir haben ja auf unserem B-Kader Physio, wurde da positiv getestet hier. Jetzt im Nachgang auch wieder mit einem Schnelltest, einem PCR, der ist das negativ getestet. Somit ist das auch eher widerlegt. Also ganz eine skurrile Situation hier, aber gut, wir müssen uns jetzt auf den Sport konzentrieren und versuchen natürlich heute einen guten Wettkampf abzuliefern. Stichwort Sport. Ich glaube, ihr habt auch nochmal gestern ein ruhiges Gespräch mit dem Markus Eisenbichler geführt, der ein bisschen emotionalisiert war und die ein oder andere Bemerkung bzw. mal Kritik geübt hat am Ablauf, der ja tatsächlich nicht 100% ruhig war, rund war. Aber ich glaube, die Wogen haben sich auch hier geglättet. Ja, definitiv. Also der Markus hat gestern ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Er war, glaube ich, ziemlich emotionalisiert nach seinem Sprung. Er hat lange warten müssen oben, der Wind war nicht gut. Es war natürlich dann auch irgendwann kalt und ich glaube, der Sprung war dann auch nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und da hat er, glaube ich, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Prinzipiell muss man sagen, hier ist alles sehr, sehr gut organisiert. Also es läuft alles gut. Und natürlich, es gibt immer Dinge, die man verbessern kann. Und man muss aber zuerst mal einen Tag springen, um zu schauen, wo man was verbessern kann. Und ich denke, das OK wird auch dementsprechend hier nacharbeiten, wo es noch Nacharbeiten gibt. Und mit Markus ist soweit alles durchbesprochen. Er hat ja hier entschuldigt bei uns für seine ein bisschen überschäumende Reaktion. Und ich glaube, das ist alles wieder im Lot ist. Prima. Dann wünschen wir uns einen schönen Sprungtag, einen schönen Auftakt zur Tournee und drücken euch die Daumen. Danke. Ja, danke.